Tagesordnungspunkt 2 habe ich heute keinen Bericht. Und damit steigen wir nahtlos ein in die Fragestunde der Stadträtinnen und Stadträte. Wie ich es eingangs gesagt hatte, beginnt heute FDP-Freie Bürgerfraktion. Herr Kentschmer, bitte. Ich versuche das mal stehen, weil hört man mich, wenn man steht? Sonst ist zwar eigentlich gang und gäbe, dass man bei der Fragestunde steht und erkennbar ist, wer die Frage formuliert. Mit der neuen Anlage werde ich es also im Sitzen formulieren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Nach Regenfällen ist der Tennenplatz an der dem Sportanlage Bodenbacher Straße direkt hinter der Magon Arena regelmäßig großflächig mit Überschwemmungen übersät, welche dann zu langsam abfließendem Wasser und dadurch bedingten Ausfällen der Spiele und der Trainingseinheiten führt. Die Situation ist der Stadtverwaltung bekannt. Besonders die Sportvereine, die den Platz nutzen, wie SV Sachsenwerk, haben dadurch große Belastung und müssen regelmäßig, wie gesagt, Spielbetrieb und Trainingsbetrieb ausfallen lassen. Dazu meine Frage: Wer ist für diese Fehlkonstruktion des Platzes verantwortlich und wann wird der Platz in einen nutzbaren oder dauerhaft nutzbaren Zustand versetzt? Die Beantwortung übernimmt Herr Lames. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Genschmar, ich will eine Bemerkung vorausschicken. Das ist vielleicht mit Tennenplätzen so ähnlich wie mit dem real existierenden Sozialismus. Der real existierende Sozialismus hatte 4 Hauptfeinde, nämlich Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und die beiden Feinde des Tennenplatzes sind Regen und Trockenheit. Das muss man mal vorausschicken. Es kommen dann noch 2 weitere Feinde dazu, nämlich Frost und Tauwetter. Der Stadtrat hatte zwar schon vor längerem beschlossen, jährlich einen Tennenplatz durch Kunstrasenplätze zu ersetzen. Gleichwohl ist dieser Platz noch im Jahre 2014 saniert worden als Tennenplatz, und zwar entsprechend den aktuell gültigen Normen. Die Planungen wurden dabei durch ein Architektenbüro durchgeführt, das bereits die gesamten ungedeckten Sportanlagen auch auf der Bodenbacher Straße 152 geplant hatte, dort zu größerer Zufriedenheit. Ausgangspunkt war, dass der Zustand des alten Platzes sich auch ständig verschlechtert hat und dass innerhalb der knappen Finanzmittel dort eine Sanierung als Tennenplatz entschieden worden ist. Es ist auch unsere Beobachtung, dass hier eine erhöhte Anfälligkeit für Niederschläge besteht. Deshalb wurde ein unabhängiges Gutachten in Auftrag gegeben, das den Platzaufbau und die Erfüllung der technischen Regeln auch überprüfen sollte. Im Ergebnis ist das herausgekommen, was angesichts der Feinde des Tennenplatzes zu befürchten war. Dieser Platz entspricht im Profilaufbau und nach seinen funktionalen Anforderungen den DIN-Anforderungen, die letztlich beim Bauvertrag eingekauft worden sind, und bringt seine konstruktionsbedingten Schwächen eben mit sich, aber eben keinen Bau- oder Konstruktionsmangel als solchen. Wir haben dann vom Gutachter noch Pflegehinweise bekommen, um den Platzzustand doch noch zu verbessern. Und gerade wenn der Frost-Tau-Wechsel, von dem ich gesprochen habe, gekommen ist, dann ist eine Frühjahrsinstandsetzung fällig. Die ist auch in der 17. Kalenderwoche durchgeführt worden. Der Platz befindet sich derzeit in einem nutzbaren und guten Zustand. Der Wettkampfbetrieb ist abgesichert. Wir können aber gleichwohl natürlich Platzsperrungen auch in Zukunft nicht ausschließen. Das gilt für keinen Platz. Umso schwieriger ist es natürlich bei Tennenplätzen und natürlich auch bei Rasenplätzen, je nach der Witterung. Sie sind witterungsempfindlicher. Weniger witterungsempfindlich sind Kunstrasenplätze. Deshalb ist bei uns auch der Entschluss gereift, Ihnen nur noch Kunstrasenplätze für die Sanierungen vergleichbarer Anlagen vorzuschlagen, weil man ansonsten eine ziemlich teure Einsparung vornimmt, weil nämlich die Nutzbarkeit eben doch deutlich besser ist bei den Kunstrasenplätzen. Eine Nachfrage, Herr Genschmer. Ja,
Die Antwort des Bürgermeisters befriedigt mich nicht ganz so. Ich habe vor 2 Monaten im Sportausschuss in geschlossener Sitzung darüber gefragt. Da war die Antwort ein bisschen anders. Das Problem des Platzes ist nicht der, dass der Platz, wenn es regnet, komplett unter Wasser steht, sondern eine Hälfte komplett unter Wasser steht. Und dort hat das Sportamt gesagt, dass man dieses Problem kennt, dass dort ein Problem vorliegt und dass man diesen Schaden beseitigen will. Seit diesen Anfrage damals in der internen Runde ist es schon wieder zu Platzsperrungen gekommen. Ich habe auch Bilder, die sehen nie aus wie zu DDR-Zeiten, weil wenn in der DDR was nicht lief, dann lief alles nie und nie bloß halbseitig. Dort ist ein Problem da. Das wurde von Frau Strauber auch so im Sportausschuss artikuliert und es wurde angestrebt, dort eine Lösung zu finden, dass diese einseitigen Überflutungen nicht mehr vorkommen. Ja, nach allem, was wir herausgefunden haben, beruhen diese einseitigen Überflutungen eben darauf, dass an dieser Stelle der Platz zwar noch normgerecht ausgeführt ist, aber dann doch diese Schwächen mit sich bringt. Was man machen kann, ist, ihn komplett zu erneuern. Das wäre eine Lösung, die man anbieten kann. Das ist aber auch eine Frage letztlich des Haushaltes und so eine punktuelle Ursache dafür, warum die Überschwemmungen geschehen, die ist nicht gefunden worden und deshalb können wir sie auch nicht abstellen. So, wir kommen zur nächsten fragenden Fraktion, das ist die AfD-Fraktion. Wer tut die erste? Herr Vogel, bitteschön. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Stesat kaufte im Jahr 2015 für 3.619.000 Euro das Hotel Prinz Eugen im Dresdner Stadtteil Laubegast. Auf die Kleine Anfrage im Sächsischen Landtag der Abgeordneten Karin Wilke, AfD, teilte das Sächsische Staatsministerium des Inneren mit, die wesentliche Veränderung der Stesat GmbH ohne Herbeiführung des dafür gemäß § 28 Absatz 2 Nummer 15 Sächsische Gemeindeordnung erforderliche Stadtratsbeschluss ist nach Auffassung der Sächsischen Staatsregierung nicht rechtmäßig. Und mit Schreiben vom 15. Dezember 2015 hat die Landesdirektion Sachsen die Landeshauptstadt Dresden aufgefordert, sich dazu zu äußern und einen entsprechenden Antrag zu stellen. Die Landeshauptstadt Dresden hat zugesagt, die erforderliche Stadtratsvorlage vorzubereiten und nach der Beschlussfassung gemäß § 102 Absatz 1 Sächsische Gemeindeordnung der Landesdirektion Sachsen zur Genehmigung vorzulegen. Dazu habe ich folgende Fragen. Erstens, steht das Hotel Prinz Eugen in der Bilanz der Stesat per 31.12.2015? Sollte das Objekt nicht in der Bilanz enthalten sein, frage ich, warum das nicht erfolgte. Im Falle des Nichtaufgeführtseins in der Bilanz frage ich Sie, ob dies rechtlich zulässig ist und den gesetzlichen Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften entspricht. Und zweitens, wann wird dem Stadtrat die erforderliche Vorlage vorgelegt? Danke. Die Beantwortung übernimmt Kollege Feuerhahn. Ah, jetzt geht's. Vielen Dank, vielen Dank. Natürlich kein Fusch am Bau, weil da ist natürlich das Hauptamt zuständig. Also, Sekretär Vogel, folgende Antworten auf Ihre Fragen. Zu eins erstmal, selbstverständlich steht die Immobilie des ehemaligen Hotels Prinz Eugen in der Bilanz der Stesat. Die Stesat hat die Immobilie erworben, sodass diese logischerweise dort auch bilanziert wird. Zweitens, die Landesdirektion sieht hierin tatsächlich eine wesentliche Veränderung des Gesellschaftsvermögens der Stesat und hat, worüber man auch debattieren könnte, uns aber aufgetragen, über diese Veränderung des Gesellschaftsvermögens einen Beschluss durch den Stadtrat herbeizuführen, womit die Situation dann rechtlich geheilt wäre. Diese Vorlage ist fertiggestellt von der Kämmerei und befindet sich im Moment im verwaltungsinternen Vorlagenumlauf und nimmt dann seinen normalen Gang auch zu Ihnen. Soweit. Damit kommen wir zur fragenden Fraktion. Das ist die CDU-Fraktion. Frau Müller, bitteschön.
Ja, danke schön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, in jüngster Zeit waren Sie zum wiederholten Male auf Asienreise. Vorrangig wohl mit dem Ziel Südkorea. Derartige Dienstreisen sind für den Oberbürgermeister einer Stadt wie Dresden nichts Ungewöhnliches und sollten auch weiter durchgeführt werden. Sollten aber dennoch nicht nur aufgrund finanziellen Volumens unseres Haushaltes stets in einem gewissen Sinn bzw. Ergebnis erfolgen. Dazu habe ich folgende Fragen. Was haben Sie in den jüngsten Asienreisen für unsere Stadt für wirtschaftliche und kulturelle, auch in anderen Bereichen, erreichen können? Welche konkreten Verträge konnten zum Vorteil unserer Stadt abgeschlossen werden? Beziehungsweise welche Erfolge wurden allgemein erzielt? In wenigen Tagen geben Sie sich erneut auf Dienstreise nach Südkorea. Welche Dresdner Interessen erfolgen Sie dort? Was wollen Sie für Wirtschaft und Kultur unserer Stadt vor Ort erreichen? Haben Sie weitere Reisen geplant? Also, fangen wir mal von vorne. Das wäre, wir haben in der Wirtschaftsförderung vor einiger Zeit eine Schwerpunktfestsetzung gemacht auf Märkte, die wir mit Regelmäßigkeit bedienen. Das sind im Wesentlichen drei Schwerpunkte, die für uns da im Mittelpunkt stehen, wo wir sehr großen wirtschaftliche Interaktionen für die Landeshauptstadt Dresden sehen. Das ist USA, das ist Benelux und das ist Südkorea. Weil ich auch darauf gedrängt habe, dass wir nie versuchen, in allen Plätzen der Welt präsent zu sein, sondern uns auf wenige Märkte, aber dort mit Regelmäßigkeit zu konzentrieren. Insofern war eine gute Chance gewesen, als vor wenigen Tagen, und da war ich auch sehr dankbar, in einer Delegation des Bundesratspräsidenten und Ministerpräsidenten des Freistaates Sachsen, Herrn Stanislaw Tillich, mit nach Singapur und Korea reisen zu können. Es war die größte Wirtschaftsdelegation, so hat es Herr Tillich auch selber ausgeführt, die außerhalb Europas jemals unterwegs gewesen ist, mit über 50 Vertretern, insbesondere aus der Wirtschaft und aus der Wissenschaft. In deren Ergebnis konnten mehrere Vereinbarungen unterzeichnet werden. Auf der einen Seite sowohl in Korea wie in Singapur gibt es mittlerweile Außenstellen des Dresdner Fraunhofer Institutes IKTS mit der großen Aussicht über die bisherigen schon guten Drittmittelaufkommen und insbesondere Industriebeiträge aus diesen Ländern, dieses Engagement weiter auszubauen. Für Singapur sogar mit der Zielstellung, dort eine Niederlassung aufzumachen. Und für uns natürlich auch spannend, auch umgekehrt, dass die Signale aus Korea groß waren, dessen Kooperationspartner, eine der führenden Universitäten, dass sie hier in Dresden eben solche Niederlassungen in unserer Stadt plant. Wir können uns freuen darüber, dass es eine entsprechende Vereinbarung von den staatlichen Kunstsammlungen in Dresden gibt mit dem Nationalmuseum in Südkorea eine große Ausstellung im Herbst nächsten Jahres in Seoul zu machen und im Jahr darauf selbiges in Dresden mit einer großen Ausstellung aus Südkorea. Wenn wir Singapur anschauen, kann man sagen, wir können froh sein, dass der Partner, der bei der Elbe Flugzeugwerke eingestiegen ist, sich klar und deutlich dazu geäußert hat, sein Engagement in unserer Stadt weiter auszubauen. Und es ist ja auch durch die Medien gegangen, dass weitere Investitionen für den Standort Dresden anstehen und dadurch auch weitere Flugzeuge in die Umrüstung zum Standort nach Dresden kommen. Wir freuen uns darüber hinaus, dass ich unterzeichnen konnte mit dem Präsidenten des Absolventenverbandes der Koreaner in Deutschland, dem ehemaligen Ministerpräsidenten von Korea, dass der Absolventenverband
erstmalig seine Tagung nicht in Korea durchführt, sondern im November diesen Jahres in Dresden, wo wir erwarten können, ungefähr 500 Tagungsteilnehmer auf sehr hochkarätigem Niveau als Wissenschaftstagung, die, wie gesagt, erstmals außerhalb von Korea stattfindet. Und dann ist es eben, wie gesagt, wichtig, auch das Image unserer Stadt weiterhin zu pflegen. Man möchte daran erinnern, vor 2 Jahren war ja die koreanische Präsidentin in unserer Stadt und mindestens seitdem sind wir auch in noch stärkeren Munde, als wir vorher waren und auch mit einer recht hohen persönlichen Bekanntheit, also meinerseits mit vielen Vertretern. Und dann ist die Frage, was hat die Stadt davon? Dann kann man das mal ganz nüchtern auch in Tourismuszahlen ablesen. Seit 2009 bis heute hat sich die Zahl der koreanischen Gäste in der Stadt Dresden ungefähr vervierfacht. Und wir mittlerweile, wenn man die ersten 2 Monate diesen Jahres anschaut, ist Korea mit Platz 13 jetzt auch in den Top 15 der Auslandsmärkte angekommen. Insofern werden wir dort uns weiterhin engagieren, dass diese positive Entwicklung so weitergeht. Jetzt angesprochen auf Ihre zweite Frage, wieso reist er jetzt in den nächsten Tagen schon wieder? Da habe ich eine persönliche Einladung zur Asien Leadership Konferenz. Nutze dafür meine Pfingsttage und nehme Dienstag und Mittwoch Urlaub. Bin also nicht auf dienstlichen Ticket unterwegs. Es ist aber die hochkarätigste Konferenz, die in Korea stattfindet. Mit mir sind geladen ehemalige US-Präsident Bush, ehemalige Bundeskanzler Herr Schröder, die Vizepräsidentin des Irans. Und insoweit finde ich das schon eine große Ehre, da als Tagungsteilnehmer zu den Gästen sprechen zu dürfen. Gerade mit den Erfahrungen, wo sehr stark nachgefragt ist zum Thema Wiedervereinigung, was für die noch geteilte Nation Korea extrem wichtig ist. Insoweit kann ich beruhigen, die P-Rolle der Landeshauptstadt wird es nicht betreffen, sondern meine persönliche. Dankeschön. Wir kommen damit zur nächsten fragenden Fraktion. Das ist Fraktion Die Linke nach meiner Liste, Frau Apel. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch heute konnten wir uns erfreuen an den Gymnasiasten des Plauener Gymnasiums. Wie in vielen Jahren vorher haben sie uns mit Nettigkeiten überrascht, also nicht mit Pfeifen und Buhrufen, sondern sie haben uns auf freundliche Art und Weise aufmerksam gemacht, wie der Zustand ihres Hauses ist und sie fordern die Sanierung des Schulgebäudes. Ein Gebäudeteil musste bereits baulich gesperrt werden und die Sicherung der Fünfzügigkeit macht Maßnahmen dringend notwendig. In den neuen durch Sie vorgestellten Plänen zu Neubau und Sanierung von Schulen kommt das Gymnasium Plauen nicht vor. Deswegen die Frage, wie ist der aktuelle Planungsstand für das Gymnasium Plauen und wann kann eine Sanierung des Gymnasiums stattfinden? Auch hier übernimmt die Beantwortung Dr. Lames. Ja, liebe Frau Apel, vorausschicken muss man, dass natürlich das Gymnasium Plauen sanierungsbedürftig ist und dass es auch sich durch die vergangenen Jahre hindurchzieht, dass dort eine Sanierung nicht erfolgen konnte. Einen Zungenschlag möchte ich gleich von vornherein richtigstellen. Also es gibt keinen vom Oberbürgermeister vorbereiteten Plan, auf dem das Gymnasium Plauen jetzt fehlen würde. Also das Einzige, was vorgestellt worden ist in den vergangenen Wochen, das ist die Vorlage 1078/16, Maßnahmepläne der Landeshauptstadt Dresden für die Budgets Bund und Sachsen nach dem sächsischen Investitionskraftstärkungsgesetz, wo es also um die Frage der Förderung nach diesem Gesetz geht. Und da in der Tat, da steht es nicht drauf, aber diese Vorlage betrifft die Förderung. Dass es da nicht draufsteht, beruht darauf, dass zwei Budgets in diesem Gesetz verhandelt werden. Das eine ist das Budget Bund. Danach sind ausschließlich energetische Sanierungen von Schulen möglich, die bis Ende 2018 abgeschlossen werden. Das käme für die Sanierung des Gymnasiums Plauen nicht in Betracht.
Und im Budget Sachsen dieser Vorlage sind ausschließlich Schulbaumaßnahmen enthalten, obwohl ausschließlich, das muss man sagen, Schulbaumaßnahmen enthalten, obwohl eben auch andere Projekte förderfähig wären. Daran sehen Sie die Schwerpunktsetzung, die bei uns in der Schulsanierung und im Schulbau gemacht wird. Bei der Auswahl der zur Verfügung stehenden Projekte haben wir aber den Planungsstand und den voraussichtlichen Projektablauf zu beachten gehabt. Wir haben dort solche Projekte ausgewählt, die bereits jetzt im Haushaltsplan bzw. im mittelfristigen Plan 2017 bis 2019 veranschlagt sind und einen entsprechenden Planungsvorlauf haben, dass sie auch innerhalb des zur Verfügung stehenden Zeitraums der Förderung abgeschlossen werden können. Für das Gymnasium Plauen bleibt weiterhin zu sagen, dass der Planungsstand für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses als solches so ist, dass die Leistungsphase 3, also die Entwurfsplanung, voraussichtlich im September dieses Jahres abgeschlossen wird. Danach ist dann möglicher Baubeginn frühestens der Beginn der Sommerferien 2018. Davon zu unterscheiden ist nochmal die Sporthalle. Dort sind die Planungsarbeiten noch nicht so weit. Die Vergabe der Planungsleistungen wird vorbereitet. Die unmittelbar anschließende Grundlagenplanung, Vorplanung, wird voraussichtlich im März 2017 abgeschlossen. Daraus ergibt sich, dass wir dort im November 2018 frühestens mit den Bauarbeiten beginnen können. Beides, also sowohl die Sanierung des Hauptgebäudes als auch der Ersatzneubau der Sporthalle kann nur stattfinden, wenn die Finanzierung gesichert ist. Weiter ist Voraussetzung, dass wir ein Bauauslagerungsobjekt haben, denn es kann höchstens unter teilweiser Belegung der Schule, nicht aber bei Vollbelegung gebaut werden. Es ist gegenwärtig nicht abschätzbar und kann nicht zugesichert werden, dass es bereits zum Sommer 2018 gelingt, ein Auslagerungsobjekt für die vollständige Auslagerung zur Verfügung zu stellen. Sicher und gesichert ist, dass eine Teilauslagerung ab Sommer 2019, sicher ist, dass eine Teilauslagerung ab Sommer 2018 möglich ist. Das stellt jedoch weder von der Schulgemeinschaft, seitens der Schulgemeinschaft, noch seitens der Verwaltung die bevorzugte Vorgehensweise hier vor, weil es natürlich mit anderen Belastungen verbunden ist. Zudem könnten wir dann bei der Teilauslagerung nicht parallel die Sporthalle bauen. Zum Finanzierungsaspekt weise ich darauf hin, dass im laufenden Doppelhaushalt 2015-2016 und in der bis 2019 reichenden mittelfristigen Finanzplanung insgesamt 19,9 Millionen Euro veranschlagt sind. Die aktuelle Kostenprognose beläuft sich auf 22,9 Millionen Euro. Das ist eine Frage, die wie andere Fragen natürlich auch in der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2017-2018, also im Laufe dieses Jahres, zu behandeln sein wird. Für die Sporthalle haben wir gegenwärtig nur Planungsgelder bis zum Abschluss der Leistungsphase 3, das ist die Entwurfsplanung. Die Kostenannahme für die Sporthalle insgesamt beläuft sich dann noch einmal auf 4,9 Millionen Euro. Vielen Dank. Sie haben einen Teil meiner Nachfrage bereits vorweggenommen. Ich möchte aber gern noch wissen, welcher Ausweichstand ist für die Schule während der Sanierung geplant, dass diese erst ab 2018 zum Teil zur Verfügung stehen können, haben Sie ja bereits gesagt. Also welcher Standort dafür geplant ist? Es ist geplant, die Auslagerung an das Terrassenufer vorzunehmen. Dort arbeiten wir ja auch zurzeit an einer Erweiterung der Auslagerungskapazitäten.
Uns trifft aber für diesen Standort, wie aber auch es vorher gewesen ist, das Problem, dass wir nicht nur eine dieser großen Schulen auszulagern haben und insofern die Auslagerung der Dreikönigsschule insofern zeitlich vorangeht. Und es wird jetzt mit spitzen und scharfen Instrumenten daran gearbeitet, das möglichst schnell hintereinander zu bringen. Ich will es mal ehrgeizig formulieren. Unser Ziel ist, die Komplettauslagerung des Gymnasiums Plauen auch im Jahre 2018 zu schaffen. Das kann und will ich aber hier nicht zusagen. Was zugesagt werden kann, das sagte ich schon, ist, dass die Teilauslagerung 2018 möglich ist, aber auch die Komplettauslagerung spätestens 2019 dann möglich ist. Als nächstes Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Schulze. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Anfrage bezieht sich auf die Ausschreibung für die Betreibung von Asylunterkünften. Wie wir wissen, dann betreibt ja die Stadt nicht selber diese Einrichtungen. Und aus dem Grunde werden ja praktisch extern Betreiber per Ausschreibung gesucht. Meine Frage geht darauf hin, für welche Standorte bereits Ausschreibungen erfolgt sind, wie diese Ausschreibungen, in welcher Form die bekannt gemacht worden sind, ob es bereits dazu Vergaben gegeben hat in der Vergangenheit jetzt, nach welchen Kriterien diese Ausschreibung erfolgte und auch diese Vergaben letzten Endes erfolgten. Eine Frage dazu noch weiterhin dann. Wir als Stadträte sind bisher dazu nicht involviert worden, dann, weder im Vergabeausschuss noch in anderen Ausschüssen dann. Die Frage da nochmal auch, in welcher Form wir über diese Betreiberverträge oder auch diese Ausschreibungen hier mit involviert werden. Die Beantwortung übernimmt für Frau Dr. Kaufmann, Frau Klepsch. Ja, Herr Schulz, wie der OB bereits angekündigt hat, darf ich stellvertretend für die Sozialbürgermeisterin Ihre Anfrage beantworten. Und die Antwort lautet, die Vergabeverfahren richten sich nach der Dienstordnung Vergabe in der jeweils gültigen Fassung bis 30. Juni 2016, modifiziert durch die Weisung 96 zur Beschleunigung der Vergabeverfahren im Zusammenhang mit der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern in der Landeshauptstadt Dresden. Der Freistaat Sachsen hatte hierfür im September 2015 den Rahmen geschaffen. In der Praxis geschieht dies dergestalt, dass jeweils rund 10 potenzielle Betreiber um Abgabe eines Angebotes gebeten werden. Die eingegangenen Angebote werden geprüft und anschließend wird ein Zuschlag erteilt. Zuletzt ist dieses Verfahren für das Übergangswohnheim in der Altenberger Straße 83 angewendet worden. Maßgebend für die Auftragsvergabe sind eine Eignung des Anbieters und die Wirtschaftlichkeit des Angebots. Der Anbieter muss in der Lage sein, die zum Gegenstand des Vergabeverfahrens gemachten vertraglichen Pflichten des Musterbetreibervertrages zu erfüllen. Folgende Mindestkriterien sind dabei zu erfüllen: die Einrichtung und Erhaltung des Objektes zum Zweck der Unterbringung, den reibungslosen Betrieb des Objektes, die Bereitstellung der niederschwelligen sozialen Betreuung im Objekt. Es wird zudem erwartet, dass das Betreiberkonzept auf die objektspezifischen Bedingungen abgestimmt wird. Zu beachten sind beispielsweise Selbst- oder Vollverpflegung, Essgewohnheiten, Notwendigkeit des Wachschutzes und Reinigung der Gemeinschaftsflächen. Bei gleicher Eignung gilt auch hier der Grundsatz der Sparsamkeit, sodass dem günstigsten Anbieter der Vorrang zu geben ist. Der Preis ist jedoch ausdrücklich nicht das vorrangige Auswahlkriterium. In erster Linie müssen die Anbieter die Mindestkriterien laut Musterbetreibervertrag erfüllen. Künftig soll es Rahmenverträge geben. Das hierfür erforderliche Vergabeverfahren befindet sich in Vorbereitung. Angestrebt wird eine Beschlussfassung im Ausschuss für Wirtschaftsförderung im vierten Quartal 2016. Soweit dazu der Geschäftsbereich Soziales. Nachfrage bitte, Herr Schulze. Jetzt geht's, ja.
Wir haben es raus. Erstmal vielen Dank für Ihre Antwort. Es zeigt natürlich schon dann, dass Sie tatsächlich nur Mindestanforderungen in Ihre Ausschreibung bringen. Zum Zweiten müssen wir feststellen, dann, also dass es nach den Wertgrenzen, die meines Erachtens dann auch diese Betreiberverträge erreichen, nicht nur ein Interessenbekundungsverfahren oder das, was Sie geschildert haben, dann, dass es eine Ausschreibung oder eine Anschreibung und eine Aufforderung zur Abgabe gibt, so eingehalten werden. Die Situation im vergangenen Jahr ist natürlich eine andere gewesen, als wir diese im Moment haben, was die Zuteilungen von oder die Zuweisung von Geflüchteten an die Kommunen betrifft. Also von der Seite her weiß ich nicht dann, also ob Ihre Dienstanweisung und so wie Sie es auch im letzten Jahr vielleicht erstmal richtigerweise gemacht haben, jetzt noch zu halten sind dann, sondern dass wir an der Stelle tatsächlich auch als Stadträte einbezogen werden wollen wieder. Eine Nachfrage in der Richtung dann, also ich habe mir ja auch ein bisschen erwartet, dann, dass uns Herr Vorjahr diese Frage beantwortet, das ist ja letztendlich auch in seinem Geschäftsbereich dann, wenn Herr Mahn ja dort letztendlich tätig wird, aber gut, wenn das dann Frau Kaufmann sich aufdrücken lässt, muss man das so hinnehmen. Wir haben ein Integrationskonzept in dieser Stadt letzten Endes beschlossen. Ich weiß nicht, inwieweit, sage ich mal, dann diese Beschlüsse dann, die wir hier im Stadtrat auch fassen, letzten Endes dann auch in solchen Ausschreibungen, in solchen Betreibungen von diesen Einrichtungen für Geflüchtete in irgendeiner Weise sich widerspiegeln. Vielleicht können Sie uns ja dazu nochmal eine Antwort geben dann, weil es ist sehr unbefriedigend, wenn Sie sagen dann, ja, die Untergebrachten, die sind gut versorgt, die sind trocken, satt und sicher, aber ansonsten drüber raus, dann machen wir nichts an dieser Stelle. Also das finde ich ein bisschen dünner, auch vor allen Dingen vor dieser Aussage dann, dass wir ja eine Vorzeigekommune im Bereich Asyl werden wollen, bundesweit. Das nochmal als Nachfrage. Dazu gehört, dass man auch als Vorzeigestadtrat entsprechend in der Fragestellung entsprechend adäquat das vorträgt. Man würde schon viel dazu beitragen. Und ich glaube schon, dass wir uns da auch viel Mühe geben haben bei allem Druck, der dahinter stand. Aber es waren jetzt nochmal konkrete Nachfragen gewesen und die würde Herr Dr. Lahmes gerne beantworten. Also ich habe mich zu einem Punkt gemeldet, der auch in meine Zuständigkeit fällt. Das ist die Frage der Rechtmäßigkeit der Wahl dieses Vergabeverfahrens. Das beruht darauf, dass hier eine Eilbedürftigkeit dieser Vergaben angenommen wird. Und das ist nicht auf unsere Mist gewachsen und nicht unsere Idee, sondern ist eine durch entsprechende Ministerialschreiben der Landesseite auch abgesicherte Anwendung der Vergabegesetze, dass in diesen Fällen jedenfalls bis zum 30.06. dieses Jahres die Eilbedürftigkeit vorliegt, sodass eine freihändige Vergabe zulässig ist. Wie wir die vornehmen, hat Frau Klepsch geschildert. Also was die Wahl des Vergabeverfahrens angeht, sind wir da auf der sicheren Seite. Und zu den inhaltlichen Dingen ist, denke ich, das gesagt worden. So, wir kommen zur nächsten Fraktion. Das ist die SPD-Fraktion. Bei mir steht Herr Blümel. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, ich nutze die Gelegenheit, um das von hier vorne zu machen. Ich teile die Kritik von Herrn Genschmer, denn in der Vergangenheit war es durchaus möglich, dass man diese Frage im Stehen absolviert und man auch erkennen kann als Vertreter der Presse bzw. der Zuschauer, wer eigentlich diese Frage stellt. Das erschließt sich aus dieser jetzigen Situation nicht. Ich bin trotzdem, das will ich auch an der Stelle sagen, dem Oberbürgermeister dankbar, dass er die vollständige Nutzung dieser Anlage heute nicht angeordnet hat, sondern ausgesetzt hat. Ich denke, der vernünftige Weg ist, eine Schulung zu machen, auch das Problem der Saalmikrofone zu klären. Denn es kann nicht sein, dass wir für viele Millionen diesen Saal sanieren und anschließend weniger Komfort haben als vorher. Und ich erinnere daran, dass wir in der nächsten Sitzung eine Einwohnerfragestunde haben, wo dann auch die Einwohner ihre Frage so stellen wollen, dass sie die Antworten sehen können und nicht mit dem Rücken zu ihnen stehen. Zu meiner Frage. Ich frage zum Haushalt. Wir hatten im Jahr 2015, wie so häufig, eine Haushaltssperre am 19.08. verhängt durch den Beigeordneten für Finanzen. Es ging um einen zusätzlichen Finanzmittelbedarf in Höhe von 12 Millionen Euro im Vergleich zu dem Haushaltsbeschluss, den der Stadtrat gefasst hatte.
Und ich möchte gern wissen, was hat jetzt die konkrete Abrechnung des Haushaltsjahres 2015 ergeben? Sprich, was ist das Rechenergebnis, das, was dann am Ende tatsächlich ausgezahlt wurde? Und in dem Zusammenhang würde ich auch gern wissen, wie hoch ist der Bestand der liquiden Mittel der Landeshauptstadt zum 31.12.2015? Bevor die Beantwortung der Frage der Herr Kollege Vorjahn übernimmt, noch mal ganz klar, damit hier keine Missverständnisse sind. Ich habe sehr wohl gesagt, Sie können Ihre Fragen von hier vorne an dem Mikrofon formulieren. Sie können es aber auch vom Platz machen. Und insofern hat jeder das legitime Recht, hier an dieses Mikrofon zu gehen. Und wenn Sie aus den Saalmikrofonen es bisher gemacht haben, haben Sie auch den Rücken zugedreht. Da ändert sich jetzt nichts. Also Sie haben aber die Chance, es von vorne zu machen, was im Übrigen immer auch die Einwohner gemacht haben, wenn sie ihre Fragen vorgetragen haben. Das nur noch mal zum Klarstellen. Jetzt bitte, Herr Vorjahn. Jetzt kann ich. Sehr geehrter Herr Blümel, die Abrechnung des Haushaltsjahres 2015 liegt noch nicht vor, soll aber in Kürze in Form einer Vorlage fertiggestellt werden und Ihnen dann auch zugehen. Gleichwohl kann ich Ihnen die Frage nach dem Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2015 beantworten. Das waren 457,8 Millionen Euro. Die sind vollständig verplant zur Finanzierung einmal der Haushaltsausgabenreste von 287,8 Millionen. Da haben Sie ja heute die Vorlage auf dem Tisch. Des Weiteren der Rückstellung von 95 Millionen. Und dann kommt noch der sogenannte Vorsorgefonds aus dem kommunalen Finanzausgleich hinzu, den wir schon ausgezahlt bekommen haben, aber noch nicht haushalterisch verwenden können. Und natürlich zur Finanzierung des Mittelbedarfs des ansonsten defizitären Haushaltsplanentwurfs 2016. Haben Sie die Restefrage schon gestellt? Weil die steht bei mir schon als Antwort. Achso, ich muss hier wieder ausmachen. Also es gibt eine Nachfrage dazu, und zwar insbesondere, in welcher Höhe sind Mittel für geplante Investitionen im Jahr 2015 ausgezahlt worden, beziehungsweise wie hoch ist der Betrag der nicht verwendeten Investitionsmittel in diesem Jahr gewesen? Im Jahr 2015 stand an, ich nenne es mal, frischen Haushaltsansätzen des Haushaltsjahres 2015 insgesamt 260,4 Millionen zur Verfügung. Und darüber hinaus sind aus dem Haushaltsjahr 2014 noch Haushaltsausgabenreste in Höhe von 290,4 übertragen worden. Das sind zusammen also 550,8 Millionen Euro, die für investive Zwecke zur Verfügung standen. Tatsächlich ausgezahlt worden sind 252,5, sodass nunmehr von 2015 nach 2016 287,7 Millionen an Haushaltsausgabenresten neu übertragen wurden. Hiervon waren immerhin 197,3 Millionen aber bereits gebunden. So, wir kommen nach der Fraktionsrunde zu den Fraktionslosen. In der ersten Fragerunde, Herr Kaput, bitte. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielleicht kommen wir aus demselben Stall. Thomas Blümel, ich hätte genau dasselbe gesagt und denke, das gebührt sich. Ich kündige schon an, bei der Antwort, bei der differenzierten Antwort werde ich mich natürlich umdrehen und den Antworten dann auch in die Augen sehen. Ganz kurz noch eine persönliche Erklärung bzw. eine Information. Ich sitze auf einem anderen Platz als ursprünglich geplant. Ich bitte das zu respektieren. Das sind persönliche Gründe, die ich dafür habe und möchte mich ganz herzlich bedanken bei der CDU-Fraktion, dass sie mir den Platz für heute zumindest erstmal zur Verfügung gestellt haben. Ich bin also nicht Lothar Klein, sondern ich sitze heute auf seinem Platz. Eine Bitte an die Ältesten, das vielleicht nochmal zu korrigieren. Auf die meine Frage einer Verwaltungsmitarbeiterin gegenüberhin bekam ich dann die lapidare Antwort, ich könnte mich auch da oben hinsetzen. Finde ich nicht ganz angemessen. Gut, zur Frage an sich. Es geht um die Problematik, um die Probleme, die Geschäftsinhaber und Gewerbetreibenden bei Straßenumbaumaßnahmen haben.
Ich habe das diesmal ganz speziell auf die Österreichische Straße bezogen. Ich denke aber, jeder hier im Saal weiß, dass wir sehr viele Stadtgebiete haben, die von der Problematik betroffen sind. Deswegen nehmen Sie es nur als ein Beispiel. Zahlreiche Laubegaster Bürger, meist Anlieger, insbesondere auf Laufkundschaft, sind die angewiesen, die Gewerbetreibenden. Und sie blicken mit sehr großer Sorge auf die mit der Hochwassersanierung der österreichischen Straße während der Bauzeit vorgesehene und notwendige Vollsperrung der Straße beziehungsweise den zu erwartenden Umleitungsverkehr über einen sehr großen Zeitraum hinweg. Bereits jetzt sind durch die Langzeitbaustellen Troppauer Straße und des Elbe-Radweges viele Einschränkungen und Behinderungen zu ertragen. Und das wird sich ja höchstwahrscheinlich noch verstärken. Die kleinen, meist inhabergeführten Geschäfte und Gewerbebetriebe, aber auch ansässige Handelsketten werden über diesen großen Zeitraum praktisch von ihren Kunden und Lieferanten abgeschnitten. Was sicher völlig nachvollziehbar zu großen Umsatzeinbußen kommen wird. Vielleicht hat der eine oder andere deswegen auch gar keine Chance mehr. Die Zukunft bietet diesen Unternehmen kaum noch Chancen, die Bauzeit zu überleben und sich danach von den Umsatzeinbußen zu erholen. Es gibt nach meiner Kenntnis schon vorsorgliche Geschäftsaufgaben auf der österreichischen Straße. Jetzt zu den Fragen. Welche Möglichkeit gibt es aus Sicht der Landeshauptstadt Dresden, die zu erwarteten Umsatzeinbrüche zu mildern, bis hin zu städtischen Überbrückungsstandorten für Läden, Interimsobjekte zum Beispiel, sowie für ausreichend Parkraum bzw. Anbindung der österreichischen Straße an den ÖPNV während dieser Zeit der Sperrung zu gewähren? Hat die Stadt dazu ein Konzept? Ja, die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Schmidtler-Montin Ihre Frage. Ansonsten für diejenigen, die so extern da sind, wir sind heute neu hier, müssen uns mit neuen Nachbarn anfreunden und insoweit sind wir noch dabei zu lernen, wie wir uns in Zukunft hinsetzen und das werden wir schon noch einen Weg finden, dass das auch einvernehmlich miteinander funktionieren kann. Herr Schmidtler-Montin. Ja, sehr geehrter Herr Cabot, vielleicht erstmal eingehend, selbstverständlich ist es immer für alle Betroffenen ärgerlich, wenn Baumaßnahmen vor der eigenen Haustür stattfinden. Das ist nie erfreulich. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich als öffentliche Hand auch immer dafür sorgen, wenn wir denn Mittel zur Verfügung gestellt bekommen, dass wir dann auch entsprechend die Instandhaltung oder grundhafte Sanierung von Straßen oder anderen Objekten vornehmen. Aber zur Beantwortung Ihrer Fragen. Besondere Maßnahmen hinsichtlich des Parkens ausschließlich für Gewerbetreibende oder Geschäftstreibende sind erstmal nicht geplant. Grundsätzlich werden aber bei der Beeinträchtigung von Zugang und Zufahrt Behelfsmaßnahmen vorgesehen. Zugänge werden mindestens behelfsmäßig immer aufrechterhalten. Unvermeidbare baubedingte Unterbrechungen dieser behelfsmäßigen Zugänge werden mit den Gewerbetreibenden vorher abgestimmt. Auf dauerhafte Aufrechterhaltung der Zufahrt besteht allerdings kein Rechtsanspruch. Ebenso wie kein Rechtsanspruch auf Aufrechterhaltung des Gemeingebrauchs oder auf besondere Vorteile der Straße besteht. Etwaige Anlieferungen werden mit den Gewerbetreibenden abgestimmt und im Rahmen des Bauablaufs grundsätzlich ermöglicht. Eine Abmilderung für die Gewerbetreibenden kann lediglich auf Grundlage des § 13a der Sondernutzungssatzung erfolgen. Dort ist Folgendes geregelt. Die Erteilung einer Erlaubnis zur gebührenfreien Aufstellung zusätzlicher, nicht ortsfester Werbeanlagen und wegweisender Hinweisschilder. Die Erteilung einer Erlaubnis zur gebührenfreien Ausübung zeitweiliger Sondernutzung im Baufeld oder im angemessenen Umkreis des Baufeldes, in der Regel bis zu 100 Meter, zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes mit dem Ziel, den Einzelhändlern und Gewerbetreibenden eine Chance auf eine weitestgehende Kompensierung von infolge von Baumaßnahmen eintretenden Umsatzbußen zu ermöglichen. Der Vollständigkeit halber vielleicht noch ein paar ergänzende Hinweise. Nach der ständigen Rechtsprechung verschiedener Gerichte haben die Anlieger etwaige Beeinträchtigungen durch Straßenbauarbeiten entschädigungslos hinzunehmen, sofern bei der Durchführung derartiger Baumaßnahmen der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet und überflüssige Verzögerungen vermieden werden. Das heißt, die Arbeiten dürfen nach Art und Dauer nicht über das hinausgehen, was bei ordnungsgemäßer Planung und Durchführung mit möglichen und zumutbaren Mitteln sachlicher und personeller Art notwendig ist. Daraus folgt, dass die Straßenanlieger und auch der Gewerbetreibende in gewisser Hinsicht das Schicksal einer Straße teilt,
welches von dem ständig wechselnden Verkehr auf der Straße abhängt. Der Anlieger muss Veränderungen der Straße, die den bisherigen Gemeingebrauch hinsichtlich seines Umfangs einschränken, hinnehmen, wenn die Straße den weitergehenden Bedürfnissen des Verkehrs angepasst wird. Ein Anspruch auf Ersatz- und Entschädigungsleistungen nach § 22 Absatz 5 des Straßengesetzes für den Freistaat Sachsen setzt voraus, dass Zufahrten oder Zugänge durch Straßenbauarbeiten für längere Zeit unterbrochen oder ihre Benutzung erheblich erschwert wird, von Behelfsmaßnahmen keine wesentliche Entlastung ausgeht und dadurch die wirtschaftliche Existenz eines Betriebs gefährdet ist. Davon ist beim Bauvorhaben Österreicher Straße grundsätzlich erstmal nicht auszugehen. Eine Rückfrage, bitte. Ja, eine Rückfrage habe ich. Sie haben jetzt von verschiedenen Abstimmungen gesprochen, die mit den Gewerbetreibenden vorbereitet werden. Gibt es da schon einen Termin? Und bei mir ist so angekommen, es kann sein, dass ich mich täusche, Sie haben das jetzt die Paragraphen mir vorgetragen. Gibt es denn auch dann mal eine andere Art und Weise, an die Sache ranzugehen? Ich habe direkt, also meine Einleitung zu den Fragen war ja relativ lang und da habe ich dann eben auch über Interimsobjekt gesprochen. Man kann nicht alles aufzählen, was denkbar wäre, aber wie geht die Stadt eigentlich damit um? Also ich denke einfach mit den Befindlichkeiten, dass wir uns alle freuen, wenn Straßen gemacht ist, das steht ja außer Frage. Also bitte nochmal die Abstimmung der Termine, wo die Betroffenen dann informiert werden. Also erstmal natürlich gibt es ein Konzept für die Umleitungsführung. Die Einzelheiten werden in der jeweiligen Bauphase zu erlassenen verkehrsrechtlichen Anordnungen geregelt. Und vor Baubeginn erhalten die Anlieger eine Information über künftige Einschränkungen während der Bautätigkeit. Ebenso werden Ansprechpartner der Stadtverwaltung, der Bauoberleitung, Bauüberwachung und des Bauunternehmens sowie der beteiligten weiteren Auftraggeber, also Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen, benannt. Eine Bürgerversammlung ist rechtzeitig vor dem noch nicht feststehenden Baubeginn vorgesehen. Wir haben ja noch gar kein Feststellungsverfahren für den Bau. Insofern wird es sowas geben. Termin kann ich noch nicht nennen, weil das auch in Abhängigkeit davon steht, wann wir einen Planfeststellungsbeschluss überhaupt bekommen. Es ist ein Dank, aber ein Dank für die Beantwortung. Ich bin ehrlicherweise nicht ganz zufrieden, das gebe ich gerne zu. Ich hatte insbesondere für die Gewerbetreibenden diese Frage gestellt und da ist bei mir nie allzu viel angekommen. Aber trotzdem recht vielen Dank. Wir starten die zweite Fragerunde und die beginnt wieder mit der FDP Freie Bürgerfraktion. Herr Genschmer. Ja, ich mache auch die zweite Frage für unsere Fraktion. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, auch Public Viewing zu Fußball-Welt- und Europameisterschaften erfreut sich auch in Dresden riesiger Beliebtheit. Zur WM 2010 war Dresden sogar für den Fernsehsender RTL als Übertragungsstandort ausgewählt worden. Neben den Möglichkeiten für die Dresdner öffentlich und gemeinsam die Spieler der deutschen Nationalmannschaft zu verfolgen, war es vor allem die Fernsehbilder aus Dresden, die eine enorme positive Werbung für die Stadt hatten und als Imagegewinn bezeichnet werden können. Aus diesem Grund würde ich gern wissen, wird es in diesem Jahr ein Public Viewing zur Europameisterschaft in Dresden geben, egal ob am Königsufer, im Stadion oder eben am Altmarkt? Die Beantwortung der Frage übernimmt Herr Kollege Dr. Lames. Jetzt kann ich. Ja, Herr Genschmer, wir haben derzeit eine Anmeldung für eine öffentliche Übertragung der Fußball-Europameisterschaft. Und zwar ist das im Stauseebad Kossebaude. Dort sind freilich nur ca. 300 Personen vorgesehen als Teilnehmer an der Veranstaltung. Ansonsten liegen uns keine Anmeldungen vor. Damit könnte ich eigentlich schließen. Ich will aber auch ganz vollständig antworten. Es gibt durchaus eine Interessenbekundung für die Durchführung eines solchen Public Viewing, und zwar im Rahmen der Filmnächte am Königsufer.
Dort stellt sich allerdings die Finanzierungsfrage. Dort hat sich, anders als in vorangegangenen Jahren, kein Großsponsor zur Unterstützung der Veranstaltung gefunden, sodass sich die Durchführung einer solchen Veranstaltung nur als unwahrscheinlich bezeichnen kann. Dort steht eine sechsstellige Summe in Frage und die Landeshauptstadt Dresden wäre durchaus bereit und ich denke auch in der Lage, sich als Kleinsponsor dann an der Veranstaltung insgesamt zu beteiligen, wie es in vergangenen Jahren auch erfolgt ist. Aber die sechsstellige Summe, die da benötigt wird, die sprengt den Rahmen dessen, was wir hier bewegen könnten. Dazu vielleicht eine kleine, ganz kurze Nachfrage. Gerade das Königsufer ist ja der Standort, der die Silhouette von Dresden am besten, ich sag mal, in die Welt trägt. Verstehe ich Ihre Antwort so, dass die Stadt Dresden mit dem möglichen Veranstalter dort noch im Gespräch ist? Ich müsste den aktuellen Gesprächsstand nachtragen. Jedenfalls ist das derzeit außerhalb des Bewegbaren. Wenn Sie das entsprechende Geld finden, dann mag es so sein. Ich kann aber auch nur darauf verweisen, dass eben andere Sponsoren sich da bisher gefunden haben. Und es wäre jetzt Frage der Spekulation, warum Sie sich am Königsufer in diesem Jahr nicht finden. So, wir gehen weiter. Nächste Fraktion, AfD-Fraktion, Herr Engler. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, der Strafprozess gegen Lutz Bachmann am Amtsgericht Dresden war auf 3 Verhandlungstage angesetzt, der letzte für Dienstag, den 10.05.2016. Für diese 3 Tage waren auch Demonstrationen vor dem Eingang des Landgerichts Dresden unter dem Motto Freiheit für Lutz Bachmann genehmigt. Folgerichtig wurde das Areal für diese Tage für die Demonstration gesperrt, auch die kostenpflichtigen Parkplätze vor dem Eingang des Landgerichtes Ludringer Straße 1. Bekanntlich endete das Strafverfahren aber bereits nach dem 2. Verhandlungstag durch Urteil. Das hinderte allerdings die Landeshauptstadt Dresden nicht, auch am 10.05. die Sperrung des Areals vor dem Landgericht einschließlich aller Parkplätze vor dem Haupteingang Ludringer Straße 1 anzuordnen. Polizeikräfte waren dort derweil, anders als an den 2 Tagen davor, mangels Demonstrationen nicht erforderlich und auch nicht vertreten. Wieso wurde die Sperrung des Areals vor dem Landgericht einschließlich aller Parkplätze vor dem Haupteingang Ludringer Straße 1 am 10.05. seitens der Landeshauptstadt Dresden nicht aufgehoben? Die Beantwortung übernimmt Herr Kollege Schmidtler-Martin. Ja, sehr geehrter Herr Engler, das war eine verkehrsberuhigende Maßnahme. Nein, Scherz beiseite. Am 10. Mai war, wie Sie gesagt haben, der 3. Verhandlungstag angesetzt. Am 9. Mai 2016 erließ das Straßentiefbeamt die verkehrsrechtliche Verfügung zur Aufhebung der Sperr- und Halteverbotsanordnung und übermittelte diese am 9. Mai um 11.23 Uhr per E-Mail an das verantwortlich beauftragte Verkehrssicherungsunternehmen. Das Unternehmen hat die Sperrung trotz alledem durchgeführt. Dies war offensichtlich ein Versehen, für das wir uns nur stellvertretend für das Unternehmen entschuldigen können. Wir kommen zur nächsten Fraktion, das ist CDU und da ist Herr Böhm avisiert. Sehr geehrter Oberbürgermeister, vor dem Hintergrund der aktuellen Debatte um Wohnraum und um die Gründung der Wohnungsbaugenossenschaft hätte ich gerne ein paar Fragen zum aktuellen Baugeschehen in Dresden. Wie hoch ist die aktuelle Zahl der Bauanträge bzw. wie viele gab es davon in den letzten 5 Jahren und wie viele Wohneinheiten sind in den letzten 5 Jahren geschaffen worden, modernisiert worden und wie viele Wohneinheiten sind darüber hinaus im Bau befindlich und wie viele werden in den nächsten 5 Jahren, soweit die Verwaltung davon Kenntnis hat, fertiggestellt werden? Die Beantwortung übernimmt auch hier Herr Schmidtler-Martin. Ja, sehr geehrter Herr Böhm, ich habe hier 4 Seiten voller Zahlen. Ich kann Ihnen die gerne jetzt alle vorlesen. Ich könnte Ihnen aber auch anbieten, Ihnen die einfach schriftlich zur Kenntnis zu geben. Da bin ich frei. Also das müssten Sie mir noch einmal rückspiegeln, ob Sie die jetzt alle vorgelesen haben wollen oder?
Vielleicht besteht die Möglichkeit, das ein bisschen zu komprimieren und wenigstens so die Grundzahlen in den Raum zu werfen. Ich kann es versuchen, ein wenig zu abstrahieren. Wir hatten, also Frage, die erste Frage war ja die Zahl der Bauanträge insgesamt der letzten 5 Jahre. Ich fange jetzt einfach mal, ich sage mal, 2012 hatten wir 1.393 Verfahren, davon 1.073 im vereinfachten und 320 im vollumfänglichen Baugenehmigungsverfahren, also 3/4, 1/4. Das ist die Jahre über eigentlich relativ gleichbleibend und schwankt so zwischen 1.300 und 1.220 Verfahren. Also eigentlich verändern sich die Zahlen marginal. 2015 waren es dann 1.352 Verfahren, davon 1.078 im vereinfachten und 274 im vollumfänglichen Baugenehmigungsverfahren. Das sind immer die gleichen Größenordnungen. Die genauen Beantwortungen bekommen Sie dann einfach nochmal, weil das macht jetzt, glaube ich, keinen Sinn, die Zahlen alle vorzulesen. Wenn ich die Zahl der Wohneinheiten, die fertiggestellt wurden, hier nochmal aufzähle, neu geschaffen wurden 2012 955 Wohnungen und dann ist das so stetig ansteigend. Im Jahr 2015 waren es 1513 Wohnungen, die neu geschaffen wurden. Bei den Modernisierungen liegen wir noch wesentlich höher. 2012 waren es 2823, 2015 waren es 3739 Wohnungen. Bei den im Bau befindlichen sind wir laut kommunaler Statistikstelle derzeit bei 3.337 Wohnungen, die sich im Bau befinden. Und nach den vorliegenden Planungen gehen wir davon aus, dass von den Jahren 2016 bis 2020 circa 8.000 bis 10.000 Wohnungen entstehen könnten. Das ist natürlich immer die Frage. Das sind sozusagen die Planungen, die uns irgendwie mal vorgestellt wurden oder im Genehmigungsverfahren sind. Also es ist ja sozusagen ein Konglomerat von verschiedenen Rechtszuständen, sodass man das nur grob schätzen kann. Vielen Dank. Da kommen wir zur nächsten Frage. Fraktion Die Linke, Herr Kiesling. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, kurz überlegt, ob ich es Herrn Blümel, Herrn Karpert gleich tue und von vorn die Frage stelle, habe aber gesehen, dass das äußerst unkomfortabel ist und ein anderes Problem aufwirft, weil nämlich die Natur einer Fragestellung etwas anderes ist als die Benutzung dieses Pultes. Vom Pult aus begründet man eine politische Haltung in Richtung der Bürgerinnen und Bürger oder ihrer Vertretung des Rates. Bei der Fragestunde fragen wir Sie als Verwaltung im Ausübung unserer Kontrollpflicht. Sie haben auch die Möglichkeit, ein Handmikrofon zu bekommen. Jetzt neuerdings, werden wir sehen. Nein, habe ich das am Anfang auch gesagt. Erstmal begründen, warum ich sitzen bleibe. Ne? Und es wäre also schön, wenn wir dieses Handmikrofon dann ausgereicht bekommen. Denn dann kann man diese Frage zumindest in fast gleicher Augenhöhe an Sie stellen. Denn es ist natürlich einer der schon seit langem vorherrschenden kleinen Protokollfehler, dass bei uns die Verwaltung über dem Rat sitzt. Wir haben uns entschieden, das beizubehalten. Das müssten wir aber wenigstens durch die Chance, uns erheben zu können, aufheben können. Aber nun sitze ich einmal und rede auch ganz laut, weil ich merke, dass die Mikros recht leise eingestellt sind, frage meine Frage jetzt im Sitzen. Und zwar steht ja das Sachsenbad, darum dreht sich meine Frage, unter Denkmalschutz. Ein Eigentümer eines Denkmals hat ja einige Pflichten. Er hat zum Beispiel die Pflicht, will ich vorlesen, aus dem Sächsischen Denkmalschutzgesetz, Kulturdenkmale pfleglich zu behandeln, im Rahmen des zumutbaren Denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. Und falls sie nicht mehr an ihre ursprünglichen Zweckbestimmung genutzt werden sollen, dann sollen die Eigentümer eine Nutzung anstreben, die eine möglichst weitgehende Erhaltung der Substanz auf Dauer gewährleistet. Und sie sollen Teile derselben der Öffentlichkeit im Rahmen des Zumutbaren zugänglich machen. Meine Frage ist, was hat die Denkmalschutzbehörde bis jetzt getan, um den Eigentümer, die Stadt, dazu zu bewegen, diese Pflichten aus dem Denkmalschutzgesetz an dieser Stelle auch zu erfüllen? Ihre Frage beantwortet gerne Frau Bürgermeisterin Klepsch. Ja, sehr geehrter Herr Kiesling, wie Sie schon richtig aus dem Sächsischen Denkmalschutzgesetz zitiert haben, Paragraph 8 Absatz 1 ist es, ich zitiere nochmals, Pflicht der Eigentümer und Besitzer von Kulturdenkmalen,
diese pfleglich zu behandeln, im Rahmen des zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten und vor Gefährdung zu schützen. Zitat Ende. Einer expliziten Aufforderung durch die Denkmalämter, dieser Pflicht nachzukommen, bedarf es deshalb nicht, weil wir sind ja selbst Eigentümer als Stadt. Vielmehr ist gerade auch von der Landeshauptstadt als Denkmaleigentümerin zu erwarten, dass sie dieser Pflicht beispielhaft entspricht. Aber auch die Denkmalschutzbehörde hat den Auftrag, ich zitiere erneut, Paragraph 1 Sächsisches Denkmalschutzgesetz, die Kulturdenkmale zu schützen und zu pflegen, insbesondere deren Zustand zu überwachen, auf die Abwendung von Gefährdungen hinzuwirken. Zitat Ende. Da dieser Schutzauftrag primär durch eine zukunftsfähige und denkmalverträgliche Nutzung zu erfüllen ist, besteht seitens der unteren Denkmalschutzbehörde, also der Landeshauptstadt, ein vitales Interesse, Eigentümer bei der Suche nach entsprechenden Konzepten zu unterstützen. Dementsprechend hat sich die untere Denkmalschutzbehörde seit der Schließung des Sachsenbades 1994 für eine mögliche Nachnutzung, teilweise auch durch badfremde Nachnutzungen, Stichwort Schule, Volkshochschule, Wohnungen eingesetzt, um die Überlieferung dieses Kulturdenkmals zu ermöglichen. Die untere Denkmalschutzbehörde, also die Landeshauptstadt, hat die Liegenschaftsverwaltung zudem zu Sicherungsmaßnahmen verpflichtet, um weiteren Substanzschädigungen vorzubeugen. So, bei mir sind hier drei Fragen. Die waren noch nicht schon. Ja, ich habe meine Frage in drei Fragen gesplittet. Das ist auch eine der Schwierigkeiten unserer Fragekonstruktion. Aber egal, das Sachsenbad würde ja, so ist die allgemeine Annahme, wenn man es denn sanieren würde, um die 20 bis 25 Millionen vielleicht kosten. Wenn man die Stadt zwingen würde, es zu sanieren, würde man in die Frage der Zumutbarkeit kommen. Deswegen meine Frage, ob die Denkmalschutzbehörde den Erhalt des Sachsenbades für denkmalschutzrechtlich zumutbar hält. Das ist ja eine spezielle Form. Und ich frage auch gleich noch nach. Es gibt ja jetzt das Konzept von Pro Pieschen, was vorschlägt, das Bad als Gesundheits- und Hydrotherapieobjekt zu erhalten. Da ist meine Frage, inwieweit ist dieses Konzept in der Verwaltung beraten und hält es die Verwaltung für unterstützenswürdig? Ja, die untere Denkmalschutzbehörde hält den Erhalt des Sachsenbades beispielsweise auch für Sport und Gesundheit aufgrund seines Substanzzustandes wie auch aufgrund seiner großen Nutzungspotenziale für zumutbar. Vergleichbar hiermit wäre etwa die Nachnutzung von Industriedenkmalen, die durch den neuen Substanz- und Nutzungseintrag zukunftsfähig erhalten werden können. Ob der Begriff der wirtschaftlichen Zumutbarkeit überhaupt auf ein in öffentlichem Eigentum befindliches Kulturdenkmal anzuwenden ist, bedarf einer Prüfung. Die Sanierungskosten, die Sie benannt haben, die sind mir in der Höhe nicht bekannt. Die Berechnungen, die ich kenne, auch aus städtischen Gutachten, belaufen sich auf 15 bis 17 Millionen, wobei man die an die aktuellen Preisindexe noch anpassen müsste. Und zur Frage, inwieweit die Konzepte von Pro Pieschen e.V. bekannt sind, kann ich antworten, dem Geschäftsbereich Kultur und Tourismus und damit auch dem Amt für Kultur und Denkmalschutz ist das Konzept des Pro Pieschen e.V. bekannt. Und da ist meine Auffassung, dass es geeignet ist, die Zukunft des Sachsenbades zu sichern, indem es über die Revitalisierung als Bad zugleich diesem Ort die identitätsstiftenden Merkmale zurückgibt, die das Sachsenbad für viele Dresdner und ebenso für viele Pieschner nach wie vor besitzt. So, damit kommen wir zur nächsten Fraktion, Bündnis 90 Die Grünen. Herr Schmelig. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, abgesehen von dem Umstand, dass ich Ihnen natürlich dankbar bin, dass ich sitzen bleiben kann beim Fragen, das schont bei mir Ressourcen, hätte ich eine weitere Frage. Der Arbeitskreis Steuerschätzung hat in seiner Sitzung am 4. und 5. Mai sich mit der voraussichtlichen Einnahmesituation von Bund, Ländern und Kommunen beschäftigt und ist dabei in seinem Gutachten von stark wachsenden Steuereinnahmen und damit eben auch von einer weiteren stabilen Einnahmesituation, insbesondere für die Kommunen, ausgegangen. In einer Presseerklärung vom 10. Mai hat Professor Umland als Staatsminister für Finanzen auch festgestellt, dass die steigenden Zuweisungen des Freistaates insbesondere die Finanzsituation der Kommunen deutlich verbessern würde. Vor diesem Hintergrund möchte ich die Frage stellen.
Welche Steuermehreinnahmen lassen sich aufgrund dieser Daten für die Landeshauptstadt erwarten oder prognostizieren? Und welche Konsequenzen zieht der Beigeordnete für Finanzen aus dieser Entwicklung für die immer noch gültige Haushaltssperre? Die Beantwortung übernimmt Kollege Feuer. Ja, sehr geehrter Herr Schmelig, die Begründung für eine Haushaltssperre entsteht immer im Abgleich nicht nur von Einnahmepositionen, sondern auch von Ausgabepositionen. Und von der Ausgabenseite her war für die Verhängung der Haushaltssperre waren folgende Aspekte zentral. Ich will sie nochmal wiederholen. Der Eigenbetrieb Kindertagesstätten benötigt gegenüber dem geplanten Haushaltsansatz im Jahr 2016 einen höheren Zuschuss von 9,5 Millionen Euro. Bereits im vergangenen Jahr hat das Jugendamt einen Mehrbedarf von über 8,8 Millionen beansprucht, von dem tatsächlich am Ende aber nicht die komplette Summe gebraucht wurde, aber immerhin. Auch für dieses Jahr ist mit einem erheblichen Mehrbedarf zu rechnen. Drittens, der im Haushaltsplan von der Verwaltung vorgeschlagene Personalkostenansatz ist sowohl im Haushaltsjahr 2015 wie auch im Haushaltsjahr 2016 um jeweils ca. 8 Millionen Euro vom Stadtrat während der Haushaltsdiskussion reduziert worden. Tatsächlich ist die Verwaltung mit dem Personalkostenansatz im Jahr 2015 sogar ausgekommen. Allerdings führen jetzt unter anderem die steigenden Personaleinstellungen zu weiter steigenden Kosten. Und insofern bekommen wir vom Personalbereich seit geraumer Zeit signalisiert, dass im Bereich der Personalkosten in diesem Jahr aufgestockt werden muss. Sie kennen diese Zahlen als Stadtrat auch, denn laut dem letzten Bericht zum Personalkostenmonitoring für den Ausschuss Allgemeine Verwaltung zum Stichtag 1.4. sind dies 7,9 Millionen Euro an Mehrkosten. Also in grober Überschlagung all dieser Positionen muss man davon ausgehen, dass wir im laufenden Jahr Mehraufwendungen in Höhe von mindestens 20 Millionen Euro sehen werden. Offen ist darüber hinaus die Finanzierung des Bauprogramms aus dem Maßnahmenpaket 2 vom Dezember 2015 zur Flüchtlingsunterbringung. Das waren 9,6 Millionen. Die Steuerschätzung des Bundesarbeitskreises der Steuerschätzer, die ist im Wesentlichen für uns relevant für den Gemeindeanteil einer Einkommensteuer. In dieser Betrag wird, wie schon im letzten Jahr auch, steigen, und zwar ca. 6 Millionen. Die Gewerbesteuer ist ganz wesentlich von den lokalen Faktoren und hier wiederum auch von den größeren, von den potenten Großadressen der Dresdner Wirtschaft abhängt, deren Zahlungen zum Teil aber stark schwanken. Es ist also in der Tat so, wie Sie es ausgeführt haben, dass beim Gemeindeanteil einer Einkommensteuer in diesem Jahr mit einem Plus zu rechnen ist, der allerdings bei weitem nicht ausreicht, um das vorstehend beschriebene Mehr an Ausgaben abzudecken. Und bezogen auf die Gewerbesteuer läuft gegenwärtig noch die Analyse zur spezifischen Dresdner Situation. Dann hätte ich noch mal eine Nachfrage, Herr Frohjohann. Kann ich aus Ihren Ausführungen entnehmen, dass Sie das Mittel der Haushaltssperre also für ein normales Instrument der Haushaltsführung hier in Dresden jetzt halten und die nicht beabsichtigen, in nächster Zeit irgendetwas an dieser Haushaltssperre zu ändern? Jetzt versagt das Mikro. Nein, sehr geehrter Herr Schmelig, das können Sie natürlich nicht daraus schließen. Also die Haushaltssperre ist kein normales Instrument der Haushaltsführung, sondern dann notwendig, wenn auf der Ausgabe- oder Einnahmenseite irgendetwas in Schieflage läuft. Sobald sich das ändert, bin ich gehalten, die Haushaltssperre aufzuheben. Also insofern ist das kein normales Instrument, sondern ein Ausnahmeinstrumentarium. So, wir kommen. Fraktion der SPD-Fraktion, Herr Triefs. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Frage bezieht sich auf die Umsetzung des Beschlusses des Stadtrates 38/15, mit dem der Stadtrat damals die Einführung einer Krankenversicherungskarte für AsylbewerberInnen in der Landeshauptstadt Dresden beschlossen hat. Und die erste Frage lautet: Mit welchen gesetzlichen Krankenversicherungen hat die Landeshauptstadt Dresden bereits Verhandlungen geführt, um eine Versicherungskarte für AsylbewerberInnen in Dresden einzuführen? Und welche Ergebnisse oder aktuellen Zwischenstände haben diese Verhandlungen ergeben? Und ich würde die zweite Frage gleich hinterher schieben. In welcher Form und mit welchem Ergebnis hat sich die Landeshauptstadt Dresden gegenüber dem Freistaat Sachsen für eine landesweite Einführung einer Versicherungskarte eingesetzt? Auch hier übernimmt Frau Klepp
Bachmann die Beantwortung. Genau. Sehr geehrter Herr Treves, und zu Ihrer Frage kann ich antworten. Die Landeshauptstadt Dresden hat im Juli des vergangenen Jahres mit der AOK Sachsen Verhandlungen geführt. Die AOK Sachsen ist grundsätzlich jedoch nur bereit, eine Rahmenvereinbarung für den gesamten Freistaat Sachsen abzuschließen. Insellösungen, also eine Einzellösung auch für die Landeshauptstadt, werden gleichwohl abgelehnt. In diesem Zusammenhang wird darauf verwiesen, dass die Gesundheitskarte den Hinweis auf § 4 und § 6 Asylbewerberleistungsgesetz enthalten muss, sodass die medizinische Versorgung nur in diesem gesetzlichen Rahmen gewährt wird. Eine solche Differenzierung von Leistungsansprüchen der Gesundheitskarte ist technisch noch nicht umgesetzt worden. Und zu Ihrer zweiten Frage, wie sich die Landeshauptstadt gegenüber dem Freistaat dafür eingesetzt hat, antworte ich wie folgt. Der Freistaat Sachsen beabsichtigt derzeit nicht, eine Gesundheitskarte einzuführen. Die Kostenbelastung der kommunalen Träger über die Leistungen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz hinaus werden vom Freistaat als zu hoch eingeschätzt. Die Interessen der Kommunen und damit auch die von der Landeshauptstadt Dresden werden in kommunalen Spitzenverbänden gebündelt, SSG, SLKT. Bezüglich der Einführung der Gesundheitskarte wird sachsenweit kein einheitlicher Standpunkt vertreten. Im Ergebnis beschloss das Präsidium des Sächsischen Städte- und Gemeindetages in seiner Sitzung am 4. November 2015 mehrheitlich, ich zitiere, dass zum aktuellen Zeitpunkt keine Initiative zur Einführung einer Gesundheitskarte zu ergreifen ist, Zitat Ende. Damit kommen wir zum Abschluss der zweiten Fragerunde für die Fraktionslosen zu Herrn Krien. Bitte schön. Ja, meine Damen. Hören Sie mich? Meine Damen und Herren, jetzt sehen Sie die dritte Variante. Man kann also auch mit einem Mikrofon in der Hand von dort sprechen, wo man immer gesprochen hat. Nein, ich bin ein sehr streitbarer Mensch. Ich bekomme das. Herr Oberbürgermeister, jeden Sonntagvormittag sieht man im Stadtgebiet von Dresden zahlreiche ambulante Verkaufsstellen und Zeitungen mit dem Logo der Dresdner Morgenpost. Auch andere Zeitungen werden dort angeboten. Über einen Zeitraum von 2 Jahren habe ich Ihnen mehrere Fragen gestellt. Sie haben mir bestätigt, dass es sich zweifelsfrei um Sondernutzung handelt, dass diese Sondernutzung bisher, also bevor ich mich an Sie gewandt hatte, von Ihnen nicht bemerkt worden war und dass die Dresdner Morgenpost demzufolge dafür auch keine Gebühren zahlt. So, dann war es im November 2014. Da hatten Sie mir geschrieben, dass Sie sich mit der Morgenpost ins Benehmen setzen wollten. Und 5 Monate später, nämlich im März 2015, hatten Sie mir erläutert, dass Sie wegen vordringlicher Aufgaben noch nicht dazugekommen waren, die Dresdner Morgenpost zur Beantragung und damit zur Bezahlung der Sondernutzung aufzufordern. Der Stadt entgehen durch diese willkürliche und unentgeltliche Duldung der massiven Sondernutzung Einnahmen zwischen 20.000 und 100.000 Euro im Jahr. So, jetzt frage ich erstmal ganz positiv, in der Hoffnung, es hat sich inzwischen was getan. Wie ist der gegenwärtige Stand? Hat die Morgenpost für die geschätzt 100 Stände jeden Sonntagvormittag in der Stadt nunmehr Sondernutzung beantragt und bekommen wir dafür Gebühren? Hier übernimmt die Beantwortung Herr Kollege Schmidt-Lamontin. Ja, für die sonntägliche Nutzung wurde zwischenzeitlich eine Sondernutzung beantragt und der Nutzer zahlt auch entsprechend Sondernutzungsgebühren nach geltender Sondernutzungssatzung. Ich bedanke mich für die Antwort. Wir haben also was erreicht. NPD hilft. Danke. Damit hätten wir die Fragestunde abgeschlossen.